Habe ich schon gesagt, dass das Spiel eventuell irgendwann leicht herausfordernd wird? Falls nicht, möchte ich das gerne nachholen. Meine sehr verehrten Zuschauer und Zuschauerinnen, wenn Sie nun links unten ins Hauptmenü sehen möchten, sehen Sie dort das äußerst seltene und inzwischen fast vom Aussterben bedrohte Volkswagen Faultier. Von Experten wird diese Unterart des Faultiers auch sehr oft als VW Fauli bezeichnet. Diese Art ist wie schon erwähnt beinahe ausgestorben. Man findet sie meistens nur noch sonntagmorgens oder auch montagmorgens. Wenn man es sehr eilig hat, blockiert diese Art Faultier meistens die linke Spur der Autobahn bei knapp sage und schreibe 80 km/h und blockiert somit jeden Überholversuch anderer Verkehrsteilnehmer. Das VW Fauli, meine Damen und Herren. Ein Wunder der Natur und der Evolution. Hey Freunde, mein Name ist Stefan und willkommen zu Slow Drive, einem Spiel, das in letzter Zeit sehr, sehr oft in den Kommentaren nachgefragt wurde. Und soweit ich weiß, geht es hierbei darum, dass man mit diesem Faultier hier, was total unrelated gegenüber von dem aus Zootopia ist, by the way, man geht mit diesem Faultier hier auf einen Roadtrip. Ich weiß nicht genau, warum Faultiere auf Roadtrips gehen, aber wer kennt sie nicht? Die alljährliche große Faultier-Roadtrip-Wanderung von der Westküste zur Ostküste, keine Ahnung. Aber wie gesagt, man geht mit dem Ding auf einen Roadtrip und muss dabei durch mehr oder weniger schwierige Kurse fahren. Und das Auto fährt sich anscheinend absolut großartig. Das heißt, das hier wird nice. Ich starte das Spiel. Welt Nummer 1, Narrow Road, weil das andere gibt es nicht, das ist Under Construction. Das hier gibt's. Dazu braucht man aber Sterne, weil das ist nur eine Demo-Version. Okay, Narrow Road, Level Nummer 1. Und soweit ich weiß, kriegen wir ein Intro, ne? Zwölf Stunden später. Ist doch absolut natürlich, oder? Wenn ich an einem Baum hänge und auf einmal unten liege, denke ich mir auch, hey, ich klaue jetzt das Auto da, was wahrscheinlich nicht mir gehört. Ich klaue das. Das gehört irgendeinem Ehepaar aus Hessen, keine Ahnung, ich klaue mir die Karre und fahre damit zum nächstbesten Baum, weil ich mich liebend gern wieder an einem Baum hängen würde. Und so. Und das ist Strecke Nummer 1 und ich verliere gerade Zeit. Ne, tue ich nicht, weil ich noch nicht Gas gegeben habe. Ha! Oh Gott, ist das laut. Ich verliere keine Zeit. Ich verliere erst dann Zeit, wenn ich Gas gebe. Okay, die Kommentare haben nicht gelogen, das Auto fährt sich großartig. Wirklich absolut großartig. Wie viele Sterne sind das? Einer. Not bad, ein Stern. Oh, ich sehe schon, wo das hinführt. Kann ich das nochmal machen? Ich mache das nochmal. Diesmal fahre ich geradeaus. Ich sehe schon, wo das hinführt. Wenn das gerade eben nur ein Stern war, ich habe sogar einen Ghost. Wenn das gerade eben nur ein Stern war, dann wird es dann wird es extrem nervig, 2 zu kriegen, geschweige 3. Und ich muss eine gewisse Anzahl Sterne kriegen, um die nächste Welt freizuschalten. Das wird absolut großartig. Kann ich weitermachen? Strecke Nummer 2. Geht die Maus eigentlich automatisch weg, wenn ich Gas gebe? Das wäre eigentlich wichtig zu wissen. Ja, sie tut das. Das ist 1-Ergebnis. Okay. Es ist so still. Das Auto macht quasi kein Geräusch, wenn man... ich habe die Abkürzung verpasst. Das Auto macht quasi kein Geräusch, wenn man das Wasser malt, wenn man mal auf das Wasser hinhört. Das ist so unfassbar laut. Hier muss das Faultier nicht dauernd aufs Klo. 0 Sterne. Das sind straight up 0 Sterne. Das ist absolut awesome. Restart. Diesmal nehme ich jede Abkürzung, die ich kriegen kann. Ich gehe hier längs und dann quer durch die Mitte durch. Das Ding fährt sich... Mission failed. We'll get him next time. Das Ding fährt sich halt absolut furchtbar, ne? Das ist... ich glaube, irgendwo stand auch, dass ein Controller empfohlen ist, aber ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass ein Controller da viel hilft. Das ist jetzt mein absoluter Ernst. Das ist ja furchtbar. Wie viele Sterne sind das? Komm, wenigstens 2. Ich sag jetzt schon mal, dass es mir egal sein wird, wie viele Sterne ich kriege, weil ansonsten bin ich einfach Jahre hier, um das hinzukriegen. Das heißt, nächste Map. Irgendwann werde ich dann, und so wird es passieren, jedes Level nochmal spielen müssen, um die Sterne zu kriegen, die ich brauche, um die zweite Welt freizuschalten, wenn ich die denn freischalten will. Genauso wird es kommen. Ihr könnt mich da gern zitieren. Was ist das hier? Fast and Furious Tokyo Drift oder was? Ist das dein Ernst? Wirklich? Das war ein 1A ausgeführter Sprung. Ja? Evil Knievel wäre stolz auf mich. Und jetzt das. Das Ding verliert einfach straight up die Kontrolle. Das, Vorsicht, ich kann halt 1A driften mit dem Ding. Wie viele Sterne sind das? 2.
bei 2 lassen wir es mal gut sein. Einer ist underwhelming, 3 ist großartig, 2 ist Durchschnitt. Okay, ich sag mal, 2 ist absolut ausreichend. So, was sehen wir? Ist das nicht dieselbe Strecke wie vorher? Das ist doch eins dieselbe Strecke, oder nicht? Also das hier ist ein Delfin. Okay, das Spiel ist irgendwie süß. Ist das... Das ist dieselbe Strecke, aber das sind jetzt alle zusammen, oder was? Das ist dein voller Ernst. Ich muss das alles nacheinander hinkriegen, irgendwie. Nee, muss ich nicht. Hier ist Ziel Nummer Uno. Nee, ist es nicht. Das ist nicht das Ziel. Das, Fuck. Hey, setzt euch hin und, genießt einen Roadtrip mit, Flash, dem Faultier. Und, ja. Entspannt euch, das wird eine sehr gemütliche Fahrt. Wer aufs Klo muss, in ungefähr 5 Kilometern kommt eine Raststätte, bitte anmelden, ansonsten halte ich nicht an. Wir arbeiten hier auf einem sehr, sehr engen Zeitlimit, okay? Ich kann leider nicht jedes Mal... ich kann leider nicht jedes Mal bremsen, wenn das jemand verlangt. Außerdem ist das Benzin so... Oh Gott. Ist das Benzin so geplant, dass wir quasi durchfahren müssen? Weil anfahren verbraucht ja mehr, das heißt... versteht ihr, was ich meine? Aber wenn irgendjemand was braucht, dann bitte einfach wissen lassen. 1 Stern, ich mache das nicht nochmal. Fuck this. Da habe ich jetzt nicht nochmal Lust drauf. Ich muss 21 Sterne kriegen, um in die zweite Welt zu kommen, ne? So viel ist klar. So viel hat es sich etabliert. Ach Gott. So viel hat es sich etabliert. Oh, da ist schon das Ziel. Das sind 2 Sterne. Das sind 2 Sterne. Okay, die Kurse sind nicht wirklich schwer. Aber vielleicht ist es schwer, den besten Weg zu finden. Das könnte sein. Okay, was jetzt? Bitte was? Bitte was? Warum schickst du mich einmal im... Oh Gott, der Drift. Warum schickst du mich einmal rundherum? Aus dem 16 Sekunden willst du mich verarschen? Das geht doch gar nicht. Es sind ja jetzt schon... Ich habe 1 Stern. 16 Sekunden. Hat das Auto einen Overdrive, von dem ich nichts weiß, oder was? Obwohl, warte mal. Ich glaube, ich habe da was gesehen im Vorbeifahren. Ich bin mir aber nicht sicher. Wie wär's denn? Wie wär's denn, wenn ich... Oh. Ja, dazu müsste das Ding halt irgendwie sich steuern lassen, verdammt nochmal. Das Ding fährt sich halt wie ein Faultier. Das Ding fährt sich so wie das Vieh, was drin sitzt. Oh mein Gott. Aber es ist klar, was ich vorhab, ne? Es ist ersichtlich, was ich vorhab für alle Beteiligten. Ich hoffe, ja. Es ist nicht wirklich... Wirklich, ich stecke fest. Ich stecke fest. Natürlich kriege ich sowas hin. Natürlich kriege ich das hin, mich irgendwie zwischen Strecke und Wand zu verkeilen. Wenn ich doch einfach nur Gas geben will. Das ist ein Witz. Wobei, ich versuche es mal andersrum. Warte mal. Ich sehe das. Ich habe eine Idee, okay? Und ich führe diese Idee jetzt durch. So, das ist 1A. Okay, da ist mein Ghost. 1A-Ausführung. Okay. Oh, oh. Siehst du? So geht's. Das sind 3 Sterne. Yes. So muss das. Siehst du, was ich vorhab? Es funktioniert, okay? Vertraut mir. Ich weiß, das machen die wenigsten, wenn ich Auto fahre. Ich habe nicht meinen Führerschein, aber vertraut mir. Okay? Ich krieg das hin. Das ist furchtbar wackelig. Was sind das hier für Straßen? Wo sind wir zu Hause? Aua. Das ist 1 Stern. Das muss doch besser gehen. Kann ich vielleicht irgendwie die Sprünge ein bisschen besser timen, damit sowas nicht passiert? Ich glaube nicht, dass ich das Auto irgendwie in der Luft ausrichten kann. Ich glaube, das ist keine Option. Ich glaube, ich muss einfach wirklich die Sprünge besser timen. Weil hier oben... Oh Gott. Hier oben komme ich halt wirklich genau am Grat an. Das ist nicht unbedingt schlau. Machen wir mal weiter, oder? Ich meine, 21 Sterne zu kriegen, müsste ja im Bereich des Möglichen liegen. Richtig? Und selbst wenn nicht, kann ich ja dann immer noch den Rest machen. Jetzt gucken wir erstmal, wie wir durchkommen. Okay, was ist hier? Okay. Wer baut eigentlich die Strecken? Wo wohne ich? Dass das eine normale Strecke ist. 13 Sekunden. Och, nö. Och, nö, fuck off. Okay, wir machen das wieder. Ah, ach Gott, das ist zu schnell. Fuck. Neustart. Fuck. Okay, ist das euer Ernst? Ihr schaltet immer mehrere Strecken zusammen, die ich dann quasi am Stück machen muss. Mit quasi Checkpoints zwischendrin, die mir aber nicht viel bringen, weil ich ja sowieso quasi komplett neu starten muss. Das ist absolut awesome. Das ist alles, was ich jemals mir gewünscht habe. Ich kann das Ding nicht in der Luft steuern. Es ist unmöglich. Es ist... Okay, scheiß drauf. Es ist absolut unmöglich. So. Geht das irgendwie... Ich sehe keinen Ghost, aber ich habe ja auch die Strecke noch nie gemacht. Hey.
Ach Gott. Oh Gott. Oh Gott. An dem Punkt wäre es, glaube ich, schneller, einfach normal zu fahren, ganz ehrlich. Das ist mein absoluter Ernst. Kann ich einen Timer haben? Dann ist ein Timer. Das wird nie im Leben auch nur für einen Stern. Das wird nie im Leben auch nur für einen Stern. Da ist der Stern weg. Das ist toll. Habe ich schon gesagt, dass das Spiel eventuell irgendwann leicht herausfordernd wird? Falls nicht, möchte ich das gerne nachholen. Das Spiel könnte nach einiger Zeit eventuell etwas komplex werden. Oh Gott, mach, dass es aufhört. Ich mach das nicht nochmal. Ich habe das gerade 5-mal versucht und dabei keinen einzigen Stern gekriegt. Und zwar bei keinem Mal. Es reicht. Es reicht. Ich habe genug. Das war die erste Welt. Das. Ich muss einen Stern kriegen, um weitermachen zu dürfen. Ich muss einen Stern kriegen, um weitermachen zu dürfen. Oh mein Gott. Das war mir nicht klar. So viel zum Thema, wenn ich keinen Stern kriege und das noch mehrfach versuchen, dann belassen wir es dabei. Ich kann es nicht dabei belassen, weil ich mindestens einen Stern brauche, damit ich das Level überhaupt abgeschlossen habe. Das ist wie ein Test. Wenn du keinen Stern kriegst, dann hast du offiziell nicht bestanden. Ist das dein Ernst? 3:28 a.m. Oh mein Gott, ich hab's. Oh, okay. Es hat mir gar nicht lange gedauert. Wie viele Versuche waren es? Locker 20. Das waren jetzt locker 20 Versuche, das ist ungelogen. Okay, weiter geht's. Not bad. Weißt du, ich weiß nicht, wie man da weniger als 41 Sekunden rausholen kann. Es ist mir ein absolutes Rätsel. Okay, nächster. Was jetzt? Das sieht nicht so komplex aus. Aber ich kann hier nicht ohne... Ich wollte gerade sagen, ich kann hier nicht ohne Grund hoch, aber ich kann hier gar nicht hoch. Das sieht jetzt nicht so schwer aus, um ehrlich zu sein. Gibt's dabei einen Clou? Gibt's dabei einen... Ein Blues Clues, ein Trick. Das war's. Das mache ich nochmal. Es gibt dabei keinen Trick, keinen doppelten Boden, gar nichts. Das ist einfach nur pures Fahrkönnen. Natürlich stürze ich nach dem Satz ab, in dem die Worte pures Fahrkönnen vorkommen. Natürlich doch. Okay, ich springe hier mal drüber. Dann schneiden wir die Kurve, ist ja eigentlich im Rennbetrieb verboten, aber fuck it, wenn ihr interessiert, dann hier Kurve schneiden und ich bin kein Stück schneller. Doch bin ich, ein bisschen. Reicht das für 2? Es war ganz knapp. Es war wirklich extrem knapp. Komm, ich mach das nochmal. Das ist nicht so schwer. Das Level gerade eben war ein Witz. Aber das hier geht. Das hier geht. Wenn man sich auf der Innenseite hält und die Kurven ein bisschen schneidet, dann sollte das an und für sich kein Problem sein. Ich hab's, oder? Ich hab's, das sind 2 Sterne. Siehst du, so macht man das. Okay, weiter. Jetzt auf einmal ist es nicht mehr schwer. Oder es kann auch sein, dass ich der 1 gewinne, der das Level von vorhin schwer gefunden hat. Keine Ahnung. Okay, was ist hier? Das ist die Küstenstraße. Die unbefestigte Küstenstraße. Reicht das? Das reicht. Wie viele? Ja, okay. Würde ich sagen, easy game, easy life, oder? Wow. Direkt weiter. Das ist jetzt auf einmal... Oh nein, ist das wieder alle Strecken zusammengehangen? Nee, ist es nicht, ne? Das sah anders aus. Oh Gott. Was kommt? Es kommt nichts. Das ist einfach nur... ein Stern. Das geht besser. Das ist... Jetzt auf einmal ist kein Trick mehr dabei. Jetzt muss man nicht mehr irgendwie in die Gegend rumspringen und dann die Strecke falsch rumfahren für eine Zeit lang, um das zu gewinnen. Nee, nee. Jetzt auf einmal ist es nur noch... Fahr so schnell wie möglich bis ins Ziel. Und da ist es. 2 Sterne. Weiß nicht, wie ich das mache. Vielleicht wurde ich so geboren, vielleicht war es Maybelline. Jetzt kommt's. Jetzt kommt's, mein persönlicher Untergang. Alle Strecken zusammen. Alle Strecken zusammen. Aber wenigstens muss ich hier nicht rumspringen. Which is nice. Das ist doch, ich muss rumspringen. Ich muss das hier treffen, um auch nur eine reelle Chance zu haben. Ich muss den Sprung erwischen. Und noch auf der Strecke. Ach Gott, verdammt nochmal. Und noch auf... Ich sag nichts. Ich sag nichts. Wie habe ich das gemacht? Ich wollte gerade sagen, ich muss den Sprung erwischen und noch auf der Strecke landen. Ich habe das geschafft. Wie though? Und ich habe die Kurve scheiße genommen. Wie habe ich das hingekriegt? Ich habe keine Ahnung. Wie viele ist das? Ist das einer wenigstens? Ich habe ein neues Bodykit. Es gibt Bodykits? Warte mal, halt. Ich muss mal kurz ins Hauptmenü. Ist das jetzt eigentlich... Das war das letzte Level aus der Welt, glaube ich. Sekunde. Wo waren das? Irgendwo konnte man das Auto einstellen. Da. Hier, es gibt ein neues Bodykit.
mit... Ich dachte jetzt, wenn ich Bodykit höre, denke ich an Breitbau und breite Reifen und geile Felgen, aber nein. Es ist einfach nur Gepäck auf dem Dach, das war's. Und die Lichter vorne ein bisschen anders. Yay. Das ist Definition von Bodykit. Okay, ich bräuchte noch einen Stern, um Obstacles freizuschalten. Was ist das hier? Ist das eine extra... Irgendein extra Ding? Warte mal, ich will wissen, was das ist. Ich habe keine Ahnung. Ist das eine extra Welt oder... Was ist das? Was? Ah, okay, ich verstehe es. Ich muss die Dinger sammeln. Und dann so schnell wie möglich ins Ziel. Ich verstehe es. Gibt es dabei irgendeinen Trick oder einen doppelten Boden oder einfach nur so viel... Ich habe schon verloren, ne? So viel Gas wie möglich. Ich habe schon verloren. Obwohl, ich sehe einen besseren Weg. Wenn ich erst links lang gehe, dann hier durchfahre, dann mir den hier hol und dann hier rüberziehe. Sollte das reichen? Ein Stern? Kein Stern? Ach, komm schon. Das war von der Idee her gut. Verdammt nochmal. Also die Idee ist richtig, ne? Ich muss das Zeug sammeln und dann ab ins Ziel. Das ist, was passieren muss. Yes. Perfekt genommen, den Drift gefangen. Das ist wenigstens ein Stern. Ich kann nicht in die nächste Welt. In die nächste Welt. Ich habe einen Satz geschluckt, sorry. Das ist kein Stern. Das ist ja klar, wie knapp das ist. Das ist ein Blinzeln, allerhöchstens. Jetzt das Ding ins Ziel bringen, komm schon. Das ist wenigstens, das sind zwei Sterne, ein Stern, ist egal. Zwei Sterne, easy. So, jetzt habe ich die neue Welt, ne? Soll ich hier noch weitermachen? Noch die zwei, weil ich es kann. Ach komm, fuck it. Das ist doch exakt dasselbe wie gerade eben. Oder nicht? Bro, das ist dasselbe... Oh, es ist nicht dasselbe Level. Okay, vergiss es. Es ist nicht dasselbe Level. Nice. Es ist ein anderes Level. Mit noch mehr Dingen, die man sammeln muss. Das freut den Stefan sehr. Einfach so durchs Ziel, ne? Das funktioniert ja dann. Ich muss auch noch richtig... Ah, ich habe einen übersehen. Ich muss auch noch richtig rum durchs Ziel anscheinend. Wobei, nein, ich konnte eh nicht durchs Ziel. Also ist das... Kann ich das nicht als Beweis hernehmen jetzt. Und ich muss den hier treffen. Das ist Essenz. Der ist aber unten und der andere ist oben. Willst du mich verarschen? Nee. Gott verdammt nochmal. Aber ich glaube, so wie ich es gerade gemacht habe, funktioniert es. Ich muss nur langsam genug fahren und dann schnell möglich wenden. Sonst wird das nämlich nichts. Und ich muss ganz außen fahren. Um das Ding irgendwie zur Wende zu bewegen. Jetzt. Zur Wende zu bewegen, was? Den wir in den 80ern oder wie? Okay, wenn ich das Ding jetzt einfach nur durchs Ziel hämmere, sind alle happy, ne? Einfach nur noch, yes, wie viel? Einer. Ist mir egal an dem Punkt. Ist mir absolut egal. Wie viele jetzt? Es sind sage und schreibe vier. Also ne, fünf müssten es jetzt sein. Ich sehe den Weg. Ich sehe den idealen Weg. Glaube ich. Ich mache das so wie gerade eben. Mit ein bisschen Taktik. Mit ein bisschen Taktik. Und eigentlich, wenn ich zurücksetzen muss, kann ich gerade aufgeben. Weil der Rückwärtsgang in dem Ding ist ungefähr äquivalent zu, ich steige aus und schiebe es rückwärts. So fühlt sich's an. Ich weiß nicht, was das für eine underpowerte Kiste ist, aber es ist ein Wunder, dass es fährt. Das ist ja unfassbar. So, jetzt drift, wenden. Gott, verdammt nochmal. Was ist das für ein Auto? Ich meine, natürlich, ich bin ein Faultier, das Auto fährt. Da erwarte ich jetzt keine besonderen Wendefertigkeiten, aber so ein bisschen vielleicht. Komm schon, das ist ja ein Witz, die Karre. So. Und was mache ich jetzt? Soll ich... Ich könnte auf der Stelle wenden und... Da unten ist noch einer. Das gibt keinen Stern. Ich wusste nicht, dass hier unten noch einer ist. Also sind es jetzt sechs. Yay. 40 Sekunden. Über 40 Sekunden. Das hier ist awesome. Das bringt Spaß für die ganze Familie, Leute. Okay, ein Stern. Das ist mir gut genug. So. Damit wären die drei Extra-Level abgeschlossen. Welt Uno wäre abgeschlossen. Und jetzt käme Welt Nummer Dos. Obstacles. Da gibt es 45 Sterne zu holen. Zum Glück habe ich jetzt keinen Zwang, noch mehr Sterne zu holen, um das hier freizuschalten, weil ich glaube, das hier war schlimm genug. Ich meine, ich habe es easy hingekriegt, aber hier gibt es 45 Sterne, so wie hier. Aber ich schätze mal, um dann die nächste freizuschalten, braucht man mehr, weil das Spiel erwartet, dass man besser wird, was für mich nicht so ist. Okay. Schreibt mir mal hier drunter, ob ihr mehr davon sehen wollen würden wollt. Hammermäßiges Deutsch.
Wenn ich das weiterspiele, gibt es 100 pro immer den Fall, dass ich einfach komplett verliere, weil das ist manchmal extremst nervig. Besonders, du fährst in eine Wand und willst einfach nur zurücksetzen. Du hast noch intern diese Hoffnung, dass du vielleicht irgendwie noch was besser machen kannst oder noch Zeit aufholen kannst. Kannst du nicht. Denn wenn du so zurücksetzt, dauert es eine Sekunde, bis er überhaupt den Rückwärtsgang gefunden hat. Und dann nochmal zwei, bis du überhaupt weit genug zurück bist, um dann wieder nach vorne zu können. Weil der Rückwärtsgang, wie gesagt, der Rückwärtsgang in dem Ding ist ein schlechter Witz. Ich weiß nicht, wer das Getriebe baut, aber wer auch immer das ist, keine Ahnung, gibt es Schleiche mit dem Lineal, ich weiß auch nicht. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen, wenn es euch gefallen hat. Habt ihr Daumen zu bleiben, Partner aufs Mautzauern und wir sehen uns im nächsten Video von mir. Bis dahin, macht's gut und ciao. Yes. Okay. Natürliche Instinkte, neue Fähigkeit. Natürliche Instinkte, Ressourcen in der Nähe erscheinen automatisch auf der Karte und leuchten, wenn sie in der Nähe sind. Das heißt, ich muss nicht mehr gut drücken. Grab abgeschlossen, alte Zisterne. Ah, Gott, verdammt nochmal, es ist wieder passiert. Ich weiß gar nicht, warum das passiert. Ich glaube, ich sage das einfach nur noch. Also, ich weiß das ja in- und auswendig, was ich sage. Und deswegen konzentriere ich mich immer auf was anderes oder denke an was anderes. Und dann kommt es einfach nicht so raus, wie ich es gerne hätte. Fuck!